San Antetokounmpo, der nächste Großmeister. 4 aus 6 habe ich jetzt, ne? Ist okay. Ist okay. Starker Großmeister aus, wieso, Ungarn? Der spielt doch für Russland, der ist doch Russe. Vielleicht hat er auch den Verband gewechselt. I don't know. Wieso, wo ist denn Hushi? Wo ist denn Hushi? Wie Punkte hat denn Hushi? Nein. Ah, er lässt den zu. Interessant. Sieht aber sehr gefährlich aus, was er macht. Na, jetzt verstehe ich's. Na, ich darf den Springer nicht vergessen am Rand. Ja, das fällt, ne? Ich habe aber den hier. Ja, Probleme Springer E2 so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ich habe F5 immer. Springer G5. Auf F5 gibt es immer Springer G5, solche Geschichten. Muss ich aber einfach mal durch. So, wenn er nimmt, nehme ich. Okay, ich muss F5 spielen. F4 ist eine starke Drohung. F5 greift hier an, F4. Das muss okay sein. Auf Läuferpaar. Auf Angriff! Ich greife an. G5, G4 hinterher. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich sperre den Läufer ein. Ne? Das ist natürlich ein bisschen tricky-tracky. Der Springer hängt aber nicht. Ah, auf G4 will er nehmen. Läufer G4. Verstehe. Was mit Springer B2? Mal Springer B2, Dame C2. G4, HG4, Läufer G4. Ist das nicht? HG4, nimm, nimm. Da Turm A4, Turm A4, Dame A4, Läufer F3, G3, Dame G5, Schach. König A2. Da muss er irgendwas dazwischen stellen, ne? G4 geht. Komm mal rein. HG4, Läufer G4, Turm A4, Turm A4, Dame A4, Läufer F3, GF3, Dame G5, Schach. König auf die H-Linie, König F7. Dame B3. Wenn er hier nimmt, nehme ich da den, dann hier Läufer F3. GF3, Dame G5 oder Dame G6 Schach. Da muss er irgendeine Figur zwischenstellen, denke ich. Oder ein Dauerschach. Ich will Dame G6 spielen hier, ne? Na, Dame G6, Springer H4. Dann hängt aber der E2 auch. Der steht auch ganz komisch da, der E2. Was ist mit Läufer F3, Dame F3, Springer? Ja, das stört mich nicht. Oder? Nein! Nein, jetzt kann er auf A4 nehmen. Aber der nimmt E4. So klar ist das immer noch nicht. Ich hätte Dame A6 machen müssen. Jetzt deckt der Turm ja den Springer. Müssen wir durch. Da gibt's nichts. C4 hängt auch. Dann nehmen wir den auch noch weg. Nehmen wir wenigstens ein paar Bauern weg. E4 kommt vielleicht. Läufer D4. E4 ist eine Idee. Das ist nicht schlecht. Der B4 hängt auch, ne? Was ist denn mit E4 hier? Ja, sag einmal. Das sieht richtig Bombe aus. Kann ich Läufer D4 spielen? Ja, er greift den Läufer an. Wir bleiben in der Fesselung. TBG, TBG, TBG. Ach, geht gar nicht, F2.
Nein. Das geht ja gar nicht, was ich hier gemacht habe. So bitter. So bitter. Nein, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Eine Traumpartie, die ich hier abgebe, eine Traumpartie. Das kann doch nicht wahr sein. König H8 wäre noch gegangen hier. Das soll nicht wahr sein. Hä? Das ist Remis? Ne, ist verloren. Eine so eine Traumpartie. Ich hätte einfach die Damen tauschen sollen, F4. Ich wollte matt setzen. Ich wollte ihn matt setzen. So bitter. Ich hatte das gesehen hier alles. Hier gewinnt natürlich der Turm F4. Das hatte ich gesehen. Ich habe jetzt zwei Bauern mehr. Warum spiele ich das nicht? Ich wollte zaubern mit Dame A2. Das geht aber nicht. Das ist einfach Quatsch. Ich hatte das gesehen alles. Nur ich wollte zaubern. Das war eine Traumpartie. Ich habe super gespielt. Naja gut, war alles wahrscheinlich nicht forciert, aber... Ich hab den hier echt, komplett zum Narren gehalten, hier den GM. Warum Dame E8? Dame E8 deckt den Springer en passant, geht dann rüber, auch nicht schlecht. Dame F6, auch noch mehr Zeit als er. Er nimmt den. Dame G6, das geht sogar alles. Dame H6 ist auch gut hier. Ja, Dame G6 geht auch. Er nimmt raus und ich habe mich riesen Kompensation. Ja, ich stehe einfach riesig. Ich stehe einfach auf Gewinn. Läufer A5 hier. Er hat doch keine Zeit mehr. Warum E3 hier? Oh, E3 ist ja noch... Ach du Scheiße. Dame D1, F3. Oh Gott, oh Gott. Ei, Torbelli. Na, die Stellung war gar nicht so klar. Hier gewinnt E3. Ach Gottchen, das hätte man auch sehen können. Der Witz ist, ich habe das hier gesehen. Ich wollte hier zuerst Dame C1 machen und so. Aber ich wollte matt setzen. Hier hatte ich Angst vor dem. Aber hier gewinnt der? Ah. Das ist ein gewonnenes Endspiel, ne? Ja, ein bisschen schade. War eine sehr gute Partie. Ich wollte unbedingt matt setzen, anstatt irgendwie... Naja, egal.